Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Atlas. Die letzte kleine Ausfahrt mit der Galone ist vorbei, jetzt kommt die große. Wir sind unterwegs und jetzt im Nachbargrid G12. Wir haben da andere Steine als wir. Das nehme ich mir noch ein bisschen mit, ich habe mich hier schon umgeschaut, ich muss was trinken noch. Muss mal, und dann geht's weiter. Eigentlich bin ich Richtung grüner Schatzkarte N13 unterwegs. Warum N13? Weil man mehrere Grüne hätten, die in eine andere Richtung gehen, der Wind genau in die Richtung nicht geht. Das heißt, ich kann jetzt genau nicht dahin, wo ich die meisten Karten habe, aber ich will ausfahren. Die Galone gibt eh ordentlich Gas. Ich fülle jetzt dann noch meine Bärliste mit ein bisschen Steinchen an. Die braucht man zwar weniger, aber Softwood nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ich habe ja keinen Elefanten, aber das ist mitgenommen. Ja, ein paar tausend Holz mit, weil das ist eins, was es bei uns nicht gibt. Apollo! Hat man geschrieben. Warum ich die Harry's Box nehme statt die Kästen. Das ist vielleicht E-Tupferlreiten meinerseits, aber aus der Resource Box rausnehmen, nimmt die Crew zum Reparieren, und wenn sie lange ausfällt ist, werden sie das öfter tun. Nimmt die Crew die Ressourcen, das weiß eh jeder. Und ich bin einfach sehr happig auf meine Ressourcen. Ich kann denen ja leider nicht sagen, nehmt die nicht. Falls das geht, sagt's was bitte. Weil ich will nicht, dass man die irgendwelche seltenen Ressourcen da zum Schiff reparieren verwenden. Daher liegt da oben noch normales Holz drin. In der Resource Box, wenn ich jetzt unten eine zweite hinstelle, weiß ich nicht, wo sie es rausnehmen. Also kein Plan. Das ist einmal halbwegs der Grund dafür. Andererseits, wenn ich da ein paar tausend von jedem reinhaue, ja, dann ist eh so wenig eigentlich, was da wegrepariert wird, dass ich mal denke, das ist wahrscheinlich eh egal. Weil ich lade da die Reparierer nicht mit tausenden Zeug. Wobei, wenn man eben lang unterwegs ist, reparieren sich schon ein paar hundert Holz weg. Und wenn das gerade ein seltenes ist von ganz weit weg, dann ärgert es mich nachher. Daher lege ich das in die Kästen so rein. Ist vielleicht nicht das Klügste und sicher auch nicht das Bequemste, weil eine große Kiste mit allem wäre natürlich viel einfacher. Aber das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, was die dann zum Reparieren verwenden. Ich könnte es zwar überprüfen, indem ich was reinlege, mehreres, und dann die reparieren lasse und nicht ansiete. Ich weiß jetzt aber nicht, ja, was dann wirklich alles tun. Und jetzt ist mir auch ehrlich gesagt noch zu früh, das zu probieren. Ich schmeiß das natürlich Holz in den Bärli rein. Meine Begleiter. Ja, es ist schon einiges Holz. Softwood haben wir sogar schon. Das heißt, ich werde das jetzt mal ganz kappen hier und wir gehen weiter. Ah ja, ich weiß schon. Ich brauche einen Fisch. Ich habe mein Diving Attachment, hat kein Ding. Nix. Der hat noch das normale Holz für uns drin. Sehr gut. Das Diving Attachment hat leider keinen Saft, kein Öl. Und das ist dreifach Weekend, was absolut cool ist. Problematischerweise brauche ich jetzt nicht schon was zum Trinken. Kann ich da graben wo? Ah, da müsste es gehen. Nö. Nö. Okay. Trinken nervt mich. Ich hätte was mitnehmen sollen. Mehr. Also überhaupt eins mitnehmen. Habe ich vorhin gut trinken können. Voller falsch. Nö. Sind nicht so dunkle Flecken mit grün. Achso, danke, da wäre sie gegangen. Mein Fehler. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So. Oh. Nahrung. Für die Crew. Komm her. Oder nicht. Gehst halt wieder. Ich weiß nicht, was er hat. Der Maul ist spannend. Schade. Gut. Zweiter Bär. Immer wieder. Hoppla. Entschuldigung, Vogel.
war nicht meine Absicht. Jetzt. Ah, schau, da gibt es noch einiges. Ja, ich weiß, Essen. Einfach Weekend ist schon geil. Da gibt es so viel zu futtern. Ich verbrenne da unten auch gerade irrsinnig viel Holz für fürs Nahrung für meine Crew. Ja, der ist halt lieber umgefallen. Holz gibt's. Gut. Der Fisch, von dem ich die ganze Zeit red, super toll, kein Fisch da. Das war ein Fisch. Fischli. Gott, ich das hasse. Fische abbauen unter Wasser. Und komm. Kein Öl. Hä? Großer Fisch. Sagen wir meine Bären. Ja. Oh, der hinkaut. Gerade noch. So, Berlis ist an Bord. So ein bisschen eine Harakiri-Aktion jetzt gewesen, aber ja, macht nichts. Jetzt dampfen wir mit Volldampf mal weiter. Ich bleibe eigentlich nicht auf jeder Insel stehen, aber jeden Grid mal vorbeischauen ist ja nicht so. Jeden Grid eine Insel auch kurz mal. Wobei ich glaube, ich mache zuerst die Schatzkarte und beim Rückweg, also beim nachher dann. Wenn ich keine mehr von denen habe, dann mache ich weiter. So, ihr Hübschen. Ableiben. Habt ihr essensmäßig mit? Der nix. Und der hatte ja einiges da drin. Jetzt auch nicht. Nehmen wir mit. So, den Rest räume ich dann. Das gehört noch auf unserer Insel. Von unserer Insel, das haue ich oben rein. So war eigentlich der Plan, dass mit dem, was oben drin ist, das Schiff reparieren und das andere Zeug ernter dann bleibt halt da für Special Sachen zu machen. Einfach mal alles rein, was geht. So. Wieso kann ich Öl da rein? Ah ja, das braucht man manchmal so. Das brauche ich nicht alles. Irgendwas machen? Nö. Vor allem das Water ist gerade wieder schwieriger für mich. So, jetzt fahre ich der Crew jetzt rein. Den Fisch nehme ich mal auch mit. Weil sonst wird das wieder nix. Ja, so. So werden wir das lassen, so. Fischli. Und von jeder Essenssorte nehme ich mal eins. Hoppala. Ach, manchmal bin ich echt verwirrt. So, jetzt lassen wir einen drin. So, das war's. Jetzt noch die Crew und die Tiere mit Essen versorgen. Tiere werden nicht allzu viel brauchen, glaube ich jetzt mal. Die fressen eh das.
Sorry für meine Verwirrtheit. Irgendwie bin ich es gerade schon dezent. Verwirrt, so. Fisch ist auch noch genug da. Und mal Salz herstellen dann geschwind. So, ein Stack. Ein Stack. Und vorne auch noch ein Stack. Ganz ehrlich. Will ja auch von was leben. So. Schaut gut aus. Jetzt wäre noch eine mögliche Frage, ob ich Salz habe. Falsch, ich habe hier drunter ist meine Resource Box. Ja, ich habe Salz mit. Salz, das nehmen wir auch mit. Ich mag nämlich ein bisschen was von dem Essen dann schon konservieren, weil ich glaube, sonst hätte ich das nicht alles da warten müssen. So viel kann die Crew in 100 Jahren nicht essen. 42 Salz, da fehlt mir größtenteils das Daunenzeug. Da müssten aber irgendwo rumkugeln. Habe ich da irgendwo rausgehauen. Ja, das ist immer Flut. So. Jetzt muss ich halt nachher noch vorbeischauen. So. Was ist da schon fertig? Das, 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 das. Dahi. Steppert das Brat schnell. Der Ofen ist schon geil für sowas, also Wahnsinn. Ja, hält ja schon länger. Gut, wir sind abfahrbereit. Die Beeren sind, na, sind wir noch nicht ganz. Ich möchte das noch schön rausräumen, alles. Da das alles aber unsere Insel größtenteils bis auf die Steine da war. Das Silber. Ja. Schön das noch nach oben tragen. Ich hätte die Resource Box anders stellen sollen. Wobei da hinten steht es gut. Sie muss ja ein bisschen geschützt sein, falls Kugeln eintreffen. Aber wie schon erwähnt, ich glaube fast, dass irgendwie gefällt mir gerade in Apollo seine Idee schon. Also, das mit dem alles darauf verfrachten, immer, das ist aber zart. Ich lasse mal das mit dem Kopf gehen kurz. Und werde meine Resource Box craften, unten hinstellen und einfach hoffen, dass das nicht weniger wird. Weil jetzt ist sonst ist nämlich immer mit dem Hin- und Herrennen da. Ja, andererseits. Ja, komm, hopp. Hopp, lass mich da rauf. Dann bin ich zu schwer. Herb bin ich. Mal darunter. Da habe ich das ja gebaut. Hä? Denke mal.
da irgendwie runterfallen können. Fiber Metal Touch Wood. Touch Wood Fiber Metal. Ja, ich baue dann ja auf. Ist ja egal. Kann man die irgendwie umstellen? Nö. Toll! Ich habe kein Metal mit. Gut gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht so viel ist, wenn die das da alles rausnehmen. Weil dann kann ich mit dem Bären runter sogar. Das ist vielleicht eh nicht schlecht. Na daher, weil wenn ich die jetzt hier aufbaue, da. Ha! Fuck! Für ein Arsch gewesen alles, wirklich. Ach Gott. Kommando Retour. Schmeiß einfach alles in die eine Resource Box, die ein Stockwerk tiefer ist, als ich es gerade gesehen habe. Keine Ahnung, ob die jetzt alles dann auf. Dann irgendwie, aber die werden ja nicht so viel brauchen. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen, bevor ich jetzt noch länger im Kreis renne, wie aufgeschreckt sein. Die Steine da werden auch noch mal da runtertragen, weil ich jetzt schnell bin. Könnte ich ein Loch reinreißen? Ich denke mal drüber nach, noch was ich da mache. Genau, aber jetzt fahren wir weiter. Nächstes Teil. Nächstes Insel. Nächstes Ding. Irgendwas. Vollgas. Nächstes Grid. Muss ich ja noch immer mein Ding. Sextanten. Sehr tief. Ups. Sowas ist immer scheiß gefährlich. Wenn da jetzt noch was ploppt, habe ich ein Problem. Oh, eine coole Insel da drin. Nur mal Erkundungstour spielen, jetzt ist mal ein bisschen. Ist noch K12, die kleine Insel, und dann beim L12 im Freeport, der ist mir egal. Ja, das mit den Ghost Ships ist heute wieder ziemlich schrecklich. Jetzt und dafür brauche ich im Endeffekt das Holz.
das könnte da wirklich sein, dass ich da mal ein bisschen öfter in sowas reinschlitter und dann brauche ich auch viel Holz. Hält aber wenigstens den Kurs. Ja, verschrien. Aber in die Degrees sehe ich wenigstens, was macht. 90 ungefähr will ich fahren. Macht das Spiel das eigentlich absichtlich, dass man den Wind immer aus die Segel dreht? Echt jetzt, oder? Ich will leicht schräg runter. Aber es bringt nichts. Egal, wo ich jetzt leicht hinfahre. Nix ist. Kann dann nur hoffen, dass ich das schön durchkomme. Der Wind sich weiter dreht. Wenn man Speed reinkriegt. Komm schon, Wind. Ein bisschen. Stückchen noch. Stückchen noch. Wie SpongeBob sagen würde. Jawohl. Weil der Wind ist urstark gerade. Wenn ich den jetzt voll in die Säge hätte, dann hätte ich sicher 20 Knoten. 18,5 war Maximum bis jetzt. Und was ich halt da geschafft habe. Nicht Wind, nein. Achso, Schiff. Schifffall dreht sich wieder weg. Schaut nur langsam aus. Jetzt nicht mehr. Sind aber im Endeffekt 16 Knoten. Dann kann ich wieder gegenlenken. Irgendwie kriege ich gar keinen Damage rein. Nicht, dass ich jetzt so traurig bin drüber, aber... Neunzehneinhalb! Komm schon, blink wenigstens mal auf, 20. Nein, schief dreht sich jetzt wieder, der Plepper dreht gerade mal jetzt. 20 müssen schon drin sein, oder? Ich kann da nicht mal gegenlenken. Ich halte voll die Taste. Sitze es hier oben. Das schaffe ich nicht mehr zu gegensteuern, so stark war das jetzt. Naja. Jetzt aber. 20 Knoten! Jawoll! Das ist Vollgas! So kann es jetzt ruhig bleiben. Ich streiche wieder gegen wie deppert. Ja, passt. So. Freeport. Schönes Wetter, wäre besser. Hallo? Ja.
So, jetzt muss ich mal wieder auf 90 Grad richten. Ja, das passt. Boah. Mein Gewicht. Das bringt alles eigentlich nicht wirklich was, oder? Na. Puh. Und wir düsen weiter. M12 will ich da mal ran an das Schwarze da. Mal schauen, was das ist. Ein bisschen abdrehen. Geht's wenigstens noch mehr in den Wind rein. Gut, wir tuckern weiter. N13 ist schon näher. Der Süden kommt, der Wind kommt, ich falls westlich aus dem Norden, das heißt, ich kann eigentlich bis N12 fahren und dann nach unten abbiegen. Ja, machen wir mal. Wir haben ja gar keine Riesenausfahrt gewesen. Die kommt noch. Werden wir schon noch einiges finden. Wir machen mal die Schatzkarte. Sammeln noch Schatzkarten ein. Und ein paar Ressourcen. Aber prinzipiell jetzt mal machen wir mal die Schatzkarte. Grüne. Ich habe ja einen Raum mit. Falsch. Blau da, aber Alter, C5. Puh. Könnte ein bisschen weit sein. Ja, ich dehydriere. Aber. Ha! Hat sich auszahlt. Öl rein. Öl rein. Sind wir theoretisch eh gut dabei. Habe ich da unten nicht irgendwo gerade so Gläser gehabt? Warte, nee, die habe ich da gehabt. Ha, genau die. Das sind halt die Dinger, die ich im Endeffekt eben für so Fälle, dass ich ständige Verdursten mit habe. Ich könnte auch wieder was essen mal. Passt. So. Und dann mal aufbewahren. Was von dem auch essen da? So, abwärts. Ich bin gespannt, was bei dem Schwarzen da vorne dann ist, weil da will ich auch mal tauchen. Da tauche ich nackt. Ich glaube nämlich, da zerreißt mich dann in 1000 Teile, wenn irgendwas Böses ist. Thank you.
Hallo? Sagen, wie tief geht es? Kommt irgendwie tiefer vor als sonst. Ja. 5,3. Immerhin. Blödesten. Runter. Da was mitnehmen? Soll mit den Muscheln mal was machen? Ich will mit denen endlich mal was anfangen können. So, nach oben. Mein Schlauch da. Mein 100 Münzen war jetzt nicht die Welt, aber doch einiges. Ne? 100, ist das Depot der Lichter? Wenn wir noch ein paar Mal tauchen, wahrscheinlich auf unserem Vater. So, geschafft. Jetzt mal ablegen. Wir fahren weiter Richtung dem schwarzen Teil da. Nein, doch nicht, davon ist noch ein Wrack. Teils erstmal das Frack an. Gibt ja immer wieder Loot-Rezepte. Ja. Okay, tue ich nicht. Ich fahre vorbei. Ich fahre so oft wie ein Wahnsinniger spazieren, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Jetzt hin. Hallo? Ich rutsche, wenn ich vom Bord gefallen wäre. Was war das jetzt? Hä? Ich hoffe, das war ein Server-Lag. Nur gut, dass das halt nicht weitergegangen ist, sobald die Golden Age wäre ein bisschen im Weg gewesen dann, aber ist okay. Was? Alter? Bisschen in die Richtung. Weil ich habe schon Angst gehabt, dass mein Schiff weg ist oder dass irgendwie wieder irgendwo kaputt gegangen ist. Also, was auf dem Meer irgendwie schwierig wäre, aber trotzdem. Ich hoffe, das war nur ein massiver Lag. Und der Rest geht alles. Geht sonst alles? Reißen kann ich, also es ist kein Lag zum Disconnect. Vor mir sollten Wrack sein. Nope. Die Richtung passt ja mal. Large Wall Epic. Rezept und alles darüber.
Jetzt kann ich schon wieder ein bisschen abdrehen, ein bisschen Wind reinkriegen wir. Bisschen halt. Bisschen nur. Ja, das ist richtig, wie so ein versunkenes Etwas ist da unten. Müsste ja na gut, der ganze Phalanx sein oder so, aber. Oder es ist dieses komische Atlantis-Ding. Oder da bloppt es eine Insel, die einfach keiner kennt, also nicht auf der Karte ist. Oder da ist einfach gar nichts. Kann natürlich auch sein. Wir finden es raus. Nämlich gleich. Muss der laut Karte ja gleich kommen. Nach rechts auch abdriften. Noch ein bisschen mehr Wind. Schauen ein bisschen was. Ja. Da wird's foggy. Da ruckt es aber auch voll. Und wieder ist da irgendwas unter Wasser, so wie wenn sich Strukturen aufbauen. Viele wissen es vielleicht schon, ich habe keine Ahnung. Ah, da rutscht schon was rein in die Karte oben. Ich hoffe, ich knall da jetzt nicht irgendwo dagegen. Das wirkt so Bermuda-Dreieck mäßig, weil es so neblig wird auf einmal. Und habe ich gerade Angst um ein Schiff. Jetzt mal bremsen und einfach mal abtauchen. Vielleicht auch nicht die beste Idee in dem Ding da, aber. Und bezweifle irgendwie nur, dass ich da viel reiß ohne Submarine. Jetzt mal bremsen. Mit dem Schwarzen da drin senkt er genau nix. Ich hoffe echt, dass da jetzt nichts passiert. Mal, ob da was ist. Ghost Ship sehe ich noch keins, also beeile ich mich lieber. Und tschüss. Hahaha. Ja. Yeah. Zu viel abgelegt. Voll die Panik drin, wie gerade. Bin gespannt, ob da unten was kommt. Thank you.
ein Fischli. Kann ich mit dem Ding überhaupt so weit runter? Was war das jetzt? Ach du Scheiße. Das ist wirklich die Unterwasserwelt. Ja, wir haben die Unterwasserwelt gefunden. Die schaut aber auch. Da unten sind die Riesenkrabben. Kann ich das abbauen? Seaweed. Das ist irgendwie alles so riesig da. Wie weit komme ich denn da? Die Krabben gefunden. Wie tät man die? Alter. Das ist ja urgeil mit der Lava da. Hallo Krabbis. Bin wahrscheinlich schneller wieder oben, wenn ich mal einfach da dagegen rein irgendwo. Gegen so ein Vieh. Ja Leute, schaut das geil aus da. Was ist denn das da? Kann man das alles abbauen? Alles Seaweed, nichts Spezielleres. Oh, schade. Schauen die geil aus. Oh, die kann! Schwimmen! Da! Nicht schwimmen! Nicht schwimmen können! Nein! Aus! Hör auf! Fuck! Lass los! Lass los! Kacke! Lass mich los! Wo willst du mich hinbringen? Was ist los mit dir? Geh weg! Ja. Ah! Wow! Wahnsinnsabschluss für ein Part. Das muss man lassen. Aber ich gehe da jetzt nicht nochmal runter. Ich fahre jetzt weiter Richtung N irgendwas, N13. Und da geht's weiter im nächsten Part mit der Schatzkarte. Alles wieder einpacken, was ich brauche. So. 9 Sextanten. Und aber das war echt geil. Da müssen wir unbedingt wieder her. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao!